Ah. Okay, steht keiner hinter mir. Hey Horrorfreaks und herzlich willkommen zu diesem unnormal verstörenden Spiel namens Stark County Threat Assessment Test. In diesem Spiel geht es darum, dass wir einfach Menschen, oder eher gesagt Menschen, die auf Bildern abgebildet sind, bewerten müssen, ob diese bedrohlich sind oder eher weniger bedrohlich sind. Also, wir gucken mal. Ich bin ziemlich gespannt. Press Enter. Ich habe Enter okay. Ich bin ziemlich gespannt. Kann witzig werden. After an apparent spike in murders and disappearances. Okay, we have put together this test to help prevent any more assaults. You will be given a handful of images with different people in them. Frage ich mich jetzt, sind das wirklich echte Mörder oder Täter? So wisst ihr, okay. Er sieht happy aus. Vielleicht zu happy im Sinne von... Ich habe gerade eine Person getötet und das hat mir Spaß gemacht. Ne? So, und deswegen würde ich der Person einfach eine 6 geben. Also, 1 ist halt so null bedrohlich. 10 ist ultra krass bedrohlich. Ich würde der Person eine 6 geben. Das ist echt schwierig. Wie bedrohlich ist dieses Bild? Ja, super. Weiß nicht. 4? Ich würde 4 sagen, keine Ahnung. Na gut, was ist das dahinter im Hintergrund? Ich weiß nicht. Sie sieht eigentlich so aus, als würde sie... Ach man. Weiß nicht, vielleicht hat sie mehrere Kinder auf dem Gewissen und hat diese abgeschlachtet und, denen irgendwie tote Tierköpfe aufgesetzt. Was weiß ich? Ich würde der Person trotzdem 4 geben. So. Keine Ahnung. Leicht. Oh. Oh. Sieht schon aus wie so ein Attentäter. Oh. Was würde ich dir geben, Bro? Ah, komm. Kriegst du eine 8. Schon alleine wegen dieser Brille. Okay, ich habe auch eine Brille. Okay, alles cool. Aber die Ohren. Sie dann. Ach man, das klingt so gemein, ne? Nobody shaming, Alter. Wirklich nobody shaming. Aber kriegst du eine 8. Jetzt bin ich gespannt. Keine Diskussion. Was erwarten die denn von mir? Ey, Alter. Warum hat der mich hier so lange angestarrt? Boah, das war jetzt gerade ziemlich, ziemlich gruselig, Alter. Oh. Okay, steht keiner hinter mir. Oh Gott. Könnte der Sohn von Jeffrey Dahmer sein? Ich würde sagen 7. Ist das berechtigt, wenn ich sage 7? Das ist richtig schwierig, weil das Ding ist, das sind alles so Bilder, außer das gerade, das war... Aber das sind Bilder... Weiß nicht, wo du dir denkst so, hey, die sehen doch voll nett aus, voll sympathisch. Ne? Aber eigentlich sind das voll die Mörder. Wow. 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 Ich glaube, wir wissen beide, worauf das hinausläuft. Puh, ja. Was sagen wir? Ach, guck mich doch nicht so lange an. Danke. Ja, ey, komm. Ist doch klar. 10. Was ist das hier unten? Was war das? Da stand irgendwas mit... Gut, meine Facecam war davor. Aber... Wow.
Ist doch klar, dass ich da 10 gebe. Ey, Junge, ich verteile jetzt die ganze Zeit nur 10 Punkte so. Ja, Junge, das ist doch auch. Ja, aber obwohl, kannst du über Wasser laufen? Gebe ich dir 9. Weiß ich nicht. Auch jetzt wird das so richtig unangenehm, ne? Du schon wieder? Kannst du bitte. Thread? It is too late. Es ist zu spät. Warum ist es zu spät? Was ist zu spät? Der hier ist getötet. Ist gleich hinter mir einer. Ja. Wo? Okay. Ich will noch nicht gehen. Ich will das Spiel noch weiterspielen. Oha. Okay. Kann ich auch auf das klicken? Okay, Tür. Tür, 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 Tür. Hallo. Tür. Tür. Hallo. Geh auf. Geh auf, geh auf. Geh weg. Geh weg. Hallo, hallo. Tür, 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 Tür. Hallo. Hey, geh nach oben. Geh nach oben. Oh, Scheiße. Aha. Geh nach oben. Geh auf. Was ist das? Ich bin tot. Oh mein Gott, das hat sich gerade echt angehört, als würde jemand an meiner Tür klingeln. Okay, warte mal kurz. Was? Congratulations, you have complete the test. Your final score 750. Ich bin doch nicht so schlecht. Hätte ich gedacht. Respekt. Wie geht's jetzt weiter? Was ist? Bis vorbei? Muss ich jetzt das Spiel einfach verlassen oder was? Ja, ich glaube, das war's. Cool. Ja, finde ich cool. Also, Real Talk, ich feiere solche Spiele einfach unnormal. Leider gibt es zu wenig Spiele davon. Aber es war eigentlich ziemlich. Mal fass Mikro in die Fresse gehauen. Er war eigentlich ziemlich unterhaltsam. Boah, Nase. Immer mehr davon, bitte. In dem Sinne, meine Lieben, wünsche ich euch einen wunderschönen Abendtag. Keine Ahnung, wann ihr dieses Video schaut. Und wir sehen uns demnächst wieder zu einem neuen Video. Ich weiß nicht, wie es jetzt hier weitergeht gerade, denn es kommen jetzt gerade nicht wirklich irgendwie Spiele raus, wo ich sage, ey, könnte volle Einteiler werden. Oder ey, ich hätte auch mal wieder richtig Bock auf so einen Mehrteiler. Wisst ihr, auf was ich so Bock hätte? Einfach so auf Outlast. Ich hätte einfach richtig Bock auf Outlast. Wir sollen das mal droppen. Hätte ich wieder einen Grund, irgendwas aufzunehmen. Weil das Gute ist, man muss ja dafür kein Geld blättern. Ne? Klingt. Ne. Aber hier. Prallen. In dem Sinne, haut rein, macht was draus und bis demnächst zu einem neuen Video. Bis dahin. Tüdelü. I miss something we never had, you know. Lying up a